Ding dong, ding dong. Mach die Tür auf, lass mich rein. Seit mir klingelt denn da jetzt, was ist denn da los? Ja, grüß Gott, Zeugen Jehovas, oder? Ja, grüß Gott, kennen Sie mich nicht mehr? Nein, Mann. Ja, ich bin's doch. Ja, der Brunzenbichler, nein. Der Bordelbichler. Jetzt hören Sie mal, ich sehe ihn ja gar nicht richtig. Ja, sagen Sie mal, Sie haben sich ja voll verändert. Ja, was geht denn da ab? Das ist ja... Ja, Bertel, ich bin diesmal inkognito da. Datenschutz sozusagen, Datenschutz. Ja, genau, Sie wissen ja die neue Verordnung da. Ja, und was treibt Sie das Jahr wieder in unserer Gegend? Man, letztes Jahr waren Sie auch nicht da. Ja, Sie wissen ja, der sommerliche Weihnachtsurlaub steht wieder an. Hä? Ist schon wieder soweit? Haben Sie mich denn gar nicht erwartet? Nein, weil Rezession in der Hotelbranche und es waren keine Anmeldungen da, die Leute jammern, sie haben kein Geld. Und, aber Herr Bordel, Brunzen ein bisschen, also... Bordel, bitte. Ja, dann kommen wir doch erst mal runter rein in die Hotellounge. Das war vielleicht besser, da brauchen wir nicht zwischen dir und an. Ja, wir rechnen mit sowas. Ja, dann, ich freue mich schon auf den Garten. Ja, dann kommen Sie mal rein, dann kommen Sie noch rein. Ja, ja, kommen Sie noch rein, kommen Sie noch rein. So was aber, gibt's denn? Mei, jetzt ist dieser Bordelbissler da, nichts jetzt hergekriegt. Der Grill, alles ist, mein, überall die Kabel im Flak umeinander. Der Engel, der Nacker, die stehen auch noch rum, nichts ist gemacht, verstehst du? Die Wiesen ist so gemacht, mei, der Wäsche stehen, der steht noch da und grüßt sich. Ja, mei, geht's dazu. Das ist ja direkt zum Schammer, verstehst du eigentlich? Jetzt ist der Bandl ein bisschen da. Mei, wo tue ich den jetzt hin? Oh, ich muss jetzt erst einmal irgendwie muss ich den, aber ich vorne hängt. Mei, Hotelgäste, heute, der hätte es ja ummelden können. Hier, Gott, Sakrament rein. Mein Himmel, Sakrament rein, was ist denn das für ein Gelumpe da? Herrgott, sag, der hat doch letztes Mal das alles funktioniert. Himmel, alles am Wolkenbruch da. Mei, wo tue ich den Kerl hin? Liegestuhl ist einfach nicht. Der Drei-Seiten-Kipper, das war eine Möglichkeit, aber verbrennt er sich den Arsch, das geht auch nicht. Ah, Gott sei Dank, Halleluja, ich brauche doch irgendwo einen Liegestuhl. Irgendwo muss ein Liegestuhl sein. Es muss doch irgendwo ein Stuhl sein. Ein Stuhl, einfach ein Stuhl. Ein stinknormaler Stuhl. Genau, ein stinknormaler. So, jetzt bin ich ja froh, dass Sie schon mal sitzen hier. Bordelbissler, meine Güte, nein. Denkst du, Sie haben es aufgefallen, Sie haben das erste Mal meinen Namen korrekt ausgesprochen. Bordelbissler, ja, die Bertels haben es halt im Blut, gell. Aber jetzt, wieso laufen Sie jetzt da so ignoriert und Dingsbums rum, so geheimnisvoll? Ich meine, wie gesagt, Sie haben sich ja vom Gesicht ja ganz schön verändert, ne? Sie wissen ja, es ist die Datenschutzverordnung und wenn jetzt ich in den sozialen Medien zu sehen bin, dann darf ich natürlich nicht zu sehen sein. Ja, das ist natürlich schon klar, gell. Also, dann haben wir, gut, aber Sie haben ja uns übersehen, Sie haben ja den Namen nicht geändert. Ja, aber es weiß ja eh keiner, wie man Bordelbissler schreibt. Ja, die Preisen sowieso nicht. Ja, was meinen Sie jetzt mit Weihnachten? Wie schaut es aus? Ich bin auf Weihnachten dieses Jahr noch gar nicht vorbereitet, weil ich mit Ihnen gar nicht gerechnet habe. Haben Sie schon was irgendwie oder was? Ich habe mich da entsprechend vorbereitet. Ich habe das schon erwartet, dass Sie dieses Jahr natürlich nicht mit mir gerechnet haben, weil ich ja letztes Jahr auch nicht dabei war. Ja gut, Mann, ich hätte mir jetzt frühestens ab nächste Woche vielleicht eine Überlegung angestreckt, weil wir haben erst den 18. August, wir haben 29 Grad. Nein, wer rechnet denn da mit den ersten Wintertouristen im Sommer? Aber schauen Sie mal, was ich hier dabei habe. Jetzt hören Sie auf, das ist eine Lebkuchen. Von dem Jahr? Von dem Jahr. Jetzt hören Sie auf. Aber nicht nur das. Ich habe natürlich keine Unkosten gescheut und habe mich entsprechend dann auch wirklich tief vorbereitet. Jetzt sind es auch Dominosteine oder was? Das sind tatsächlich Dominosteine. Und warum habe ich mir die Dominosteine gekauft? Ich weiß genau, Sie haben dieses Jahr keinen Pool. Ich brauche doch eine Freizeitbeschäftigung. Ich habe beschlossen, dieses Jahr Domino zu spielen. Ach, hören Sie auf. Ich werde natürlich noch die Punkte auf den Dominosteinen markieren müssen, aber dann kann ich mich den ganzen Tag beschäftigen. Ich verspreche Ihnen, Sie werden nicht mitbekommen, dass ich da bin. Das ist fein. Das ist ja praktisch auch ein Urlaub für mich. Ja, und weil es ein Urlaub für Sie ist, Herr Berthold, habe ich für Sie natürlich auch was mitgebracht. Ach, hören Sie auf.
Ich weiß doch, Sie mögen. Mei, die guten Schokoladenkuchen. Und dann noch in Zartbitter. Mei, wissen Sie was, die Därme haben wir jetzt gleich in den Kühlschrank, weil die schmelzen ja bei der Hitze. Haben wir ja vor 2 Jahren auch gesehen, gell? Die sind nicht da hingeschmolzen, du wie ein Lava aus dem Vulkanhaus. Aber ich sage Ihnen, diese Schokodrinks vor 2 Jahren, das waren die besten Schokodrinks, die ich je hatte. Das ist doch fein. Dann dämmen die erstmal in den Kühlschrank und sie machen es erstmal sich irgendwie gemütlich machen. Wir haben ja jetzt alles auf Holzstuhl umgerüstet. Ne? Man geht ja mit der Zeit, man hat ja wieder investiert. Ne? Und ne, auf alle Fälle dämmen sie erstmal in den Kühlschrank, oder? Ja. Jawohl, Herr Bertel. Ja, gut. Jawohl. Meine Frau richtet aber das Zimmer her. Gell? Dann passt es. Ja, wunderbar. Ja, super. Leg mir mal, da bin ich wieder gut durchgekommen. Mei, jetzt fällt mir der unter der Woche ins Knacken. Aber mei, nicht so ist es. Man muss nehmen, was du kriegst. Das ist mein Garten. Ja, okay. Ich muss an Dauer machen. Zimmer herrichten, Brotzeit herrichten, Getränke herrichten, Lebkuchen, Kühlschrank. Mei. Sommer. Der Brunzenbiegler. Und das wird's kein Vogel kriegen. Ja, mich hast du gehaut.